Habt ihr euch nicht auch schon immer mal gefragt, wie es ist, irgendwo hinzufliegen, ohne einen Schimmer zu haben, wo es hingeht? Das ist das Sizilien-Abenteuer, von dem ich absolut keine Ahnung hatte. Das ist echt scheiße. Ich hatte gerade eine leichte Panikattacke. Diese Tour wurde komplett von Mareike geplant. Und ich bin einfach nur Beifahrer. An der Stelle ein kleines Gewinnspiel. Ihr habt jetzt die Chance, wenn ihr Abonnent seid und mir auf Instagram folgt, auf digital.dre.media, dann könnt ihr mit Hilfe eines Kommentars unter diesem Video euch qualifizieren für ein Gewinnspiel. Ein Gewinner wird innerhalb von 2 Wochen nach Veröffentlichung einen 100€ BW Online-Shop Gutschein bekommen. Also kommentieren lohnt sich, abonnieren natürlich auch. Und weiter geht's mit dem Video. Was denkst du denn, wo es hingeht? Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, es geht in den Süden. Also ich denke, es könnte entweder eine südliche Insel sein oder irgendwas Südöstliches gelegen. Ich dachte vielleicht auch an Kroatien, Rumänien. Ich dachte vielleicht Sizilien, Ibiza. Okay. War schon was dabei? Ja, es war schon ziemlich nah, ja. Ziemlich nah, aha, oder war es schon dabei? Es war schon dabei. Sizilien? Ja. Weißt du, woher ich es wusste? Woher? Instagram hat mir ganz viele Vorschläge gegeben. Doch, oh, auf einmal habe ich ganz viele Sizilien-Reels vorgeschlagen bekommen und ich dachte Scheiße. Mir so, das kann kein Zufall sein. Wir sind jetzt hier aus der Stadt ein bisschen raus und es ist leider immer noch nicht so wirklich schön. So unfassbar viel Müll. Guck mal geradeaus. Oh, der Ätna! Der Ätna! Sieht man uns auf der GoPro? Ein bisschen. Okay. Oh mein Gott, jetzt sehen wir den. Ich habe die ganze Zeit gesagt, ich will den Ätna sehen und jetzt sehen wir ihn direkt vor uns. Fällt man hier, glaube ich, an. Das können wir jetzt hier schon rein. Ja. Pferde. Mhm. Ein bisschen habe ich gedacht, das hat was mit Pferden zu tun. Ja? Gehen okay. Wir reiten? Ja. Oh Gott. Okay. Aber an den Strand. Mhm. Gut, mein Pferd ist kleiner als deins. Singaro. Okay, ich habe Kira, ja. Und. Ja, jetzt fühle ich es auch wieder. Jetzt habe ich Bock. Ich freue mich auch. Schönen, entspannten Schritt-Ausritt. Und ja, ich habe mich natürlich auch informiert, dass es hier ein guter Stall ist, wo die Pferde gut aussehen, wo es denen gut geht. Und ich freue mich. Das Pferd und ich, wir sind eins. Das Pferd ist aber sehr gemütlich unterwegs. Ne? Singaro. Der chillt ein bisschen, so wie ich heute. So, jetzt geht für mich ein kleiner Traum in Erfüllung. Einmal reiten am Meer. Und dann ist auch noch André mit dabei. Also. André ist auch mit dabei. Ja. Wir sind aus der Stadt raus. Ja, endlich. Es ist so gut, nicht mehr in diesen vermüllten Straßen hin durchzulaufen und von jedem Auto angehupt zu werden. Wir sind jetzt auf dem Weg in ein Naturreservat. Da sind quasi so ganz alte Gräber, 3000 Jahre alt. Und das wollen wir uns mal angucken, im Berg drin quasi. Wir sind komplett berödelt. Hier, Mareike hat auch einen riesen Rucksack an, mit richtig viel Zeug drin. Wir wollen nämlich auch hier übernachten draußen. Und zwar am liebsten vielleicht sogar in einen der Gräber. Mal gucken. Mal schauen. Kurz nach dem Start sehen wir schon die ersten Ruinen. Hier komplett über den Weg verteilt, überall verlassene Häuser, Lost Places, oh, ja. Bauschutt. Also Sizilien ist gar nicht immer so schön, wie man denkt. Also, es gab bis jetzt keine wirklich schönen Ecken. Vor allem, weil
so viel kaputt ist. Ne? Schaut mal hier, ist auch wieder eins. Hier ist sogar noch so eine Kammer im Fels drinnen, die erste. Das ist nämlich schon im Felsen drinnen. So haben die Leute sich hier die Häuser gebaut. Krass. Davon werden wir noch ca. 5000 Stück heute sehen. Wir sind jetzt hier in so einem Canyon angekommen. Mareike steht da oben auf dem Stein. Hat da einen guten Ausblick, was heute noch kommt. Wir haben es schon ziemlich spät, aber es ist wunderschön. Wir sind die einzigen hier zu dieser Jahreszeit. An dieser Stelle vielen Dank an den BW Online Shop, meinen langfristigen Partner und Ausstatter für meine Abenteuer. Gutes Equipment ist immer klar von Vorteil, wenn man sich den Naturgewalten aussetzt. Egal ob Regen, Wind, Schnee oder Eis, stattet euch jetzt gut aus für eure eigene Tour und spart nochmal saftige 10% mit dem Code DIGITALDRAID10. Link in der Videobeschreibung. Wir sind gerade auf der Suche nach einem Schlafplatz. Ihr seht, es ist schon dunkel geworden. Ich habe jetzt mal Rucksack und so abgelegt. Wir suchen nämlich nach einer Höhle. Die könnte nur ein bisschen klein sein, müssen wir mal genauer gucken. Da hinten. Da kletter ich jetzt mal rauf und gucken wir mal. Oh nein, mein Schuh. Ich muss mir erstmal die Schuhe richtig anziehen. Ich habe übrigens meine Schuhe wie Schlappen an, weil ich noch Blasen aus Island habe. Aber jetzt muss ich hier hoch. Es könnte nämlich Jackpot sein. Ich muss da durch. Oh, hier sind Dornen. Ich frage mich, ob es da auch einen besseren Weg gibt. Der ist echt scheiße. Ich glaube, hier kommen wir nicht hoch. Lass es uns mal außenrum probieren. Hier ist echt scheiße. Müssen wir von der anderen Seite hoch. Was ist die Bilanz? Kein geeigneter Schlafplatz. Nee. Nee. Da oben ging es nicht weiter. Zu gefährlich. Achtung. Wir müssen jetzt gucken, noch ein bisschen höher laufen und schauen, ob es da besser ist. Hier ist eine Höhle. Mit Isomatte, ja. Mit Isomatte. Wollen wir da noch ein Stück schauen, ob da noch was Geileres ist? Mhm. Das hier ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, ne? Ja. Okay. So, hier gibt es auch wieder noch mehr. Also das hier sieht halt aus wie für eine Person maximal. Aber hier sind noch mehr Höhlen. Da um die Ecke. Da gucken wir auch noch mal rein. Hm. Ja, geht nicht so weit. Langsam haben wir schon echt Hunger, weil wir heute noch keine warme Mahlzeit hatten. Wir haben immer nur geguckt, wir müssten Gas suchen. Ganz Decathlon, Sizilien. Hat kein Gas mehr und wir mussten im Baumarkt eine Baumarktkartusche für Bunsenbrenner mitnehmen. Mal gucken, ob das dann überhaupt klappen wird. Wir haben was gefunden. Es ist soweit. Guckt es euch an. Das ist unser Gemach. Es ist Zeit zu essen. Wir haben jetzt unser Campinggas, wie man sehen kann.
Ja, es gab keins mehr beim Decathlon. Es ist in ganz Sizilien ausverkauft über den Winter. Deswegen Bunsenbrennergas tut's auch, hoffe ich. Ja, solange es passt. Sofern hier nichts in die Luft fliegt. Wir probieren es aus. Wir machen den Test. Oh je. Okay, wie viel brauchst du? 400. So, jetzt hauen wir das Ding an. Also das muss man halt die ganze Zeit jetzt halten, ne? Aber irgendwann müssen wir noch hier in Italien auch richtig was halten. Das entzündet nicht. Scheiße. Nein. Es funktioniert nicht. Doch. Guck. Ich mach an. Boah, fuck. Also Fazit ist, es klappt nicht. Es entzündet einfach nicht. Und das liegt nicht an meinem Kocher. Ich sehe nämlich, dass da was abgeht. Das heißt, wir können jetzt alle anderen Wanderungen auch kein Essen, kein Frühstück, kein Kaffee. Nein. Weil es hier überall kein Gas gibt. Fuck. So, Leben in der Lage. Ich habe es jetzt einfach mit kaltem Wasser aufgeschüttet. Geht auch irgendwie. Klar, warm ist geiler, aber ich glaube, die gefriergetrockneten Mahlzeiten, die sind schon gegart. Und lediglich Wasser wurde dann entzogen. Und das heiße Wasser, das gart nicht unbedingt die Nahrung weiter, sondern es erwärmt es nur und gibt halt die Flüssigkeit zurück. Ja, oder? Guten Morgen erstmal. und wir haben einen sehr, sehr schönen Ausblick hier gerade. Mhm. Es gab leider gestern nichts mehr zu essen, außer ein bisschen Studentenfutter, aber ja, ich habe es überlebt. Und der Ausblick jetzt ist gerade echt sehr, sehr, sehr schön. Also diese Grabkammern, um genauer zu sein, vor nämlich über 3000 Jahren, über 1200 vor Christus, haben hier die Menschen, die hier gelebt haben, in den Fels diese Höhlen reingehauen, um ihre Geliebten zu beerdigen. Mittlerweile gibt es hier natürlich keine Mumien oder keine Skelette mehr, das ist alles geräumt worden. Aber wir sind noch in dem Gebiet, wo diese Höhlen vorhanden sind. Über 5000 Stück in der Anzahl. So, gleich nach unserer Höhle direkt die nächste, ein bisschen versteckter. Ja, die wäre auch gut geeignet gewesen. Ist auch schön groß. Da hättest du auch stehen können. Ja, die sieht riesig aus. Oh, hier ist eine richtig große. Die ist ja riesig, guck mal. Wow. Die hätten wir nur nicht gefunden. Nee. Aber die ist auch nicht so eben vom Boden. Da geht's noch runter. Da sieht man das Licht. Das kommt hier von der linken Seite. Da ist noch eine Öffnung. Hä? Wie krass, oder? Echt verrückt, wie viele Höhlen es hier gibt. Und es ist wirklich so in den Stein gehauen, als wäre es ein Haus. Den Rest des Tages sind wir durch die Canyons zurückgelaufen und ich konnte noch ein paar Spots für meine FPV-Drohne finden. Ja.
Ein großer Dive darf auf so einer Tour natürlich nicht fehlen. Anschließend sind wir noch durch Taormina gefahren, einem kleinen italienischen Ort. Und danach mit der Fähre weiter zu den Äolischen Inseln. Wir sind jetzt gerade mit der Fähre angekommen auf Stromboli, das ist Teil der Äolischen Inseln. Ja, wir sind hier und wir haben eine Mission. Da oben soll es hochgehen. Ja, wir wollen gerne auf dem Vulkan. Wir wollen die Lava sehen, mal gucken, wie weit wir kommen und was wir schaffen. An der Stelle noch ein Disclaimer, denn Vulkane sind nicht ungefährlich. Jeder, der den Vulkan erklimmen will, muss sich über das Risiko eines spontanen Ausbruchs wie 2014 bewusst sein. Oh, das sieht so mächtig aus. Ja. Bei heftiger Explosion gestern, dann steigt eine Rauchsäule auf, die 2 Kilometer in den Himmel reicht. Der Vulkan Stromboli, gelegen auf der gleichnamigen Insel, ist ein aktiver Vulkan. Der Ausbruch von gestern ist jedoch auch für Inselbewohner außergewöhnlich. Gerade ist Ferienzeit, die Eruption versetzt viele Menschen in Panik. Bei dem Ausbruch ist laut Behördenangaben ein 35-jähriger Italiener ums Leben gekommen. Er war mit einem Freund auf dem Weg zum Krater. Mehrere Personen wurden verletzt. So, wir machen uns jetzt auf den Weg. Hier geht's lang, geht ordentlich hoch. Ja, wir starten so ungefähr 50 bis 100 Meter über den Meeresspiegel. Ziel ist fürs Erste auf 400 Meter Höhe zu kommen. Von da aus sollten wir einen guten Blick haben auf den Krater. Mal gucken, was noch geht. Aber Uhrzeit ist jetzt schon 20 nach 2. Das heißt, wir wollen Sonnenuntergang und Lava sehen, mal gucken, ob es klappt. Ja, und mal kurz als kleines Zwischenfazit zur Insel Stromboli. Die ist sehr süß, sehr klein. Da sind fast gar keine Touristen. Aber dafür kriegt man halt auch sehr, sehr wenig zu essen. Also Restaurants und so hat leider alles zu. Corona hat bei denen scheinbar ja, einen sehr großen Schaden angerichtet. Wir haben sogar erfahren, dass die Leute hier selber einkaufen gehen müssen, indem sie die Fähre nehmen. Ne? Die Fähre 2 Stunden oder so bis zur Hauptinsel Sizilien. Einfach nur für Lebensmittel, weil es teilweise nichts mehr gibt. Wir müssen uns hier schon ganz schön durch Gebüsch durchschlängeln. Diese Wege, die wir hier laufen, sind halt auch schon lange nicht mehr begangen worden, ne? Ja, und wir müssen eigentlich mal erzählen, wie es dazu kam, dass wir jetzt hier so einen Trip machen, wo André überhaupt nicht wusste, wo es hingeht. Ja, in der Vergangenheit, die mir schon länger folgen, die wissen, ich habe in Madeira eine Tour gemacht, da war Mareike dabei, in den Philippinen. Boah. Und immer bin ich der gewesen, der alles geplant hat. Diesmal wollten wir den Spieß umdrehen. Das bedeutet, ich wusste gar nichts. Nicht mal das Ziel. Und wie geht's dir so damit, jetzt die Kontrolle quasi mal abzugeben und die Tour nicht, also nicht zu wissen, was auf dich zukommt? Ja, so ganz hat es ja nicht geklappt, weil ich musste irgendwann erfahren, was wir machen, weil mich das innerlich gestresst hat. Ja, also am ersten Abend ging es André nicht gut damit und ich habe dann ihm gesagt, was ich alles vorhabe. Und wir haben es uns zusammen auch nochmal angeguckt. Und dann ging es auch, ich glaube, so komplett keine Ahnung zu haben, wo man reinrennt. Vor allem im anderen Land hat schon was bei mir gemacht. Vor allem, wenn ich sonst immer die Touren komplett plane und so. Gut, viel lasse ich auch den Zufall über. Ja, wir haben auf jeden Fall für uns festgestellt, dass wir dieses Modell nicht nochmal machen würden. Ja. Wundert euch nicht, dass ich meine Schuhe so anhab. Weil ich immer noch Blasen vom letzten Trip in Island habe und die noch heilen müssen.
Es ist soweit. Jetzt geht's auf die Sonnenseite. Oh je, ich sehe es schon. Noch ein paar Meter und wir werden wahrscheinlich das erste Mal den Krater so nah wie nie zuvor sehen. Guckt es euch an. Hier ist der Ausguck. Boah. Oh, krass. Alter, guck mal, wie das hier runter geht. Oha. Oha. Richtig krass. Sieht wahnsinnig aus. Ja. Was sagst du? Deine Meinung? Hä? Sind da noch ein paar Meter drin? Ja. Ja, oder? Ja. Machbar. Ich fühle mich hier auf jeden Fall noch sicher. Wir sind immer noch ein ganzes Stück weit weg. Ja. Also ich fast sogar bis zu dem Hügel da. Siehst du den da links? Ja, genau. Aber ich glaube, das ist auch mein Limit. Ja. Also man muss nicht übertreiben. Das ist immer noch ein Vulkan. Ja. Und kein Spaß, wenn da was passiert, weil dann ist vorbei. Der ist hier zwar nur so 900 Meter hoch, ja, aber der geht noch, insgesamt ist der 3000 Meter noch unter Meeresgrund. Also bis auf den Meeresgrund. Von daher, man denkt, es ist ein kleiner Vulkan, aber da ist halt noch sehr, sehr viel, was man nicht sieht. Oh ja. Okay, dann würde ich sagen, laufen wir gleich weiter, oder? Ja. Let's go. So, langsam wird der Weg etwas steiniger und nicht mehr so wirklich gut ausgebaut. Aber es funktioniert noch ganz gut bisher. Und wie fühlst du dich hier auf dem Vulkan hoch, André? Ja, also ich fühle mich hier tatsächlich eigentlich ganz okay. Das macht mir jetzt wenig aus tatsächlich, dass da ein paar hundert Meter entfernt von uns die Lava rauskommt. Weil wir sind immer noch hinter so einer Steinwand. Und ich denke, die ist ziemlich schützend. Es gibt viele Leute, die sagen, dass es halt auch zu gefährlich ist. Aber ich höre mir immer alles an, mache mir dann aber eine eigene Meinung. Ja, also ich hab schon ein bisschen Schiss, muss ich ehrlich sagen. Ich versuche das so ein bisschen damit zu überschatten, dass ich sag, André soll mir die ganze Zeit irgendwas erzählen, dass ich nicht so viel darüber nachdenken kann, wo wir hier gerade sind und dass er theoretisch jederzeit ausbrechen könnte. Andererseits ist es natürlich auch ein großer Reiz, da mal aufzusteigen und das mal wirklich aus so einer Perspektive zu sehen. Das, die Chance hatten wir nicht so oft. Wahrscheinlich nur einmal im Leben. Wobei, ich sollte das nicht sagen. Wir sind jetzt übrigens bald bei 500 Höhenmetern. So, also aktuell kann man eigentlich nicht mehr wirklich von richtigen Wegen sprechen. Es sind zwar noch Markierungen da, aber es ist eigentlich mehr ein Klettern. Deshalb werden wir jetzt auch nur hier zu diesem Felsvorsprung gehen. Und dann gucken wir mal die Aussicht an und dann im Hellen auf jeden Fall wieder runter, weil das ist einfach sonst zu gefährlich. Okay, wir werden es jetzt versuchen, noch 10 Meter hoch zu gehen. Ich hatte gerade eine leichte Panikattacke und danach geht es zurück. Alles im Hellen. Es ist schon sehr beängstigend. Man sieht es hier alles nicht so richtig, was da oben los ist. Es ist schon ein sehr rutschiger Weg mit Geröll und ja, ich werde jetzt meinen Mut zusammennehmen für einen Blick und dann geht's runter. Hier sieht man nochmal, wie weit es runter geht. Mein Herz schlägt gerade bei 190, als hätte ich 10 Kilometer Lauf hinter mir. Hier geht's ganz schön dreckig. Ja. Und ich sehe es schon. Mal rein, mein Herz. Okay. Oh mein Gott! Ja, sieht einfach krass aus. Oh mein Gott! Jetzt geht's mir auch gerade wieder direkt. Kann ich wieder was sehen? Nicht dieses hier, dass man da nichts sieht und man weiß nicht, wo es hochgeht. Es ist steil, sondern.
Es ist sehr weit, wir steigen jetzt ab. Die Sonne ist so gut wie unten. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Abenteuer, oder? Hast du es gehört? Ja. Dieses Bumm. Ja. Wow. Krass. Das war jetzt auf Kamera. Das war krass, oder? Mhm.